Servus Leute, wir müssen uns mal wieder mit Querdenkern herumplagen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die ganzen Hasskommentare und die Dislikes. Pusht auf alle Fälle meinen Algorithmus, also danke schon mal dafür. Aber folgendes Video hat bei mir mal wieder das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja, hallo, ich bin Jana aus Kassel. Und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Da ich seit Monaten aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile und auch seit gestern Versammlung anmelde. Ich bin 22 Jahre alt, genau wie Sophie Scholl, bevor sie den Nationalsozialisten zum Opfer fiel. Ich kann und werde niemals aufgeben, mich für Freiheit, Frieden, Liebe und Gerechtigkeit einzusetzen. Was ist da eigentlich gerade los? Letzte Woche verglich eine 11-Jährige sich auf Geheiß der Eltern mit Anne Frank. Gestern eine 22-Jährige mit Sophie Scholl. Ich meine, geht's noch? Der unerträgliche Vergleich von Jan aus Kassel darf jedenfalls nicht unwidersprochen bleiben. Viele Querdenker stacheln Menschen mit Hetze und Desinformationen auf, verharmlosen wie Jana öffentlich die Terror des NS-Regimes und den Holocaust. Und das, weil sie in der Öffentlichkeit Masken tragen müssen und denken, wir leben im Dritten Reich? Jana aus Kassel ist definitiv ein starkes Argument gegen die Schulschließungen. Jede verpasste Geschichtsstunde ist eine zu viel. Oder geht's bei euch in Geschichte nur um die Steinzeit? Keine Ahnung. Wegen Jana aus Kassel verstehe ich allerdings, weshalb ständig Nazi-Dokumentationen auf N24 laufen. Sophie Scholl und Anne Frank. Es sind unerträgliche, widerliche Vergleiche. Der Unterschied, die einen dürfen sich frei auf Versammlungen äußern, während die anderen unter Einsatz ihres Lebens Widerstand gegen den Terrorstaat leisteten und die Deportation und Ermordung fürchteten. Das ist das Ekelhafte bei diesem Gesindel. Die missbrauchen den Namen und den Ruf von Leuten, die mit denen niemals vergleichbar wären. Das wäre, als wenn Trump sich mit Martin Luther King vergleichen würde. Ich wiederhole es gerne nochmal. Jan aus Kassel steht, beschützt von Menschen und der Polizei, mit einem Mikrofon auf einer Bühne und vergleicht sich mit Sophie Scholl, die im Widerstand arbeitete und dafür mit ihrem Bruder hingerichtet wurde. Das ist nicht nur beschämend, es ist ekelhaft und anmaßend und da wird einem schlechter, als wenn man einen abgelaufenen Joghurt nach 30 Tagen isst. Wie kann man eine Zwangskennzeichnung aus einem nationalsozialistischen Regime mit einer Maske zum Schutze der Bevölkerung vergleichen? Weil jedes Toastbrot versteht da mehr. Das Ganze ist für einige dieser Leute ein einziger Poetry Slam des Grauens auf der Suche nach Applaus. Und das ist mehr als nur gefährlich. Diese Querdenker dulden nicht nur ultrarechtes Gedankengut, sie hegen es ganz aktiv. Und das Ganze ist einfach nur eine beschämende Relativierung des Nazi-Terrors. Ich meine, was kommt als nächstes? Hallo, ich bin YouTuber XY aus Entenhausen und fühle mich wie Jesus, weil mir 4000 Leute auf YouTube folgen. Hallo, ich bin Max Mustermann aus Buxtehude und ich fühle mich wie Michael Schumacher, weil ich unfallfrei aus der Garage gefahren bin. Hallo, ich bin die dicke Cindy und ich fühle mich wie Mahatma Gandhi, da ich ja für meine Diät auf Essen verzichte. What the fuck einfach. Dennoch möchte ich jetzt nicht hier Jan aus Kassel nur kritisieren. Ich möchte mich auch bei ihr bedanken. Nämlich, dass sie den Mut hat, ihre Dummheit so offen zur Schau zu stellen. Und ich hoffe, jetzt begreift auch der Letzte, wie krank und dumm die Querdenkerbewegung ist. Aber mehr Dank gilt vor allem den Ordner, der bei ihrer Rede einschritt und das Handtuch warf. Was? Lass sie doch in Ruhe reden. Nee, für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Was für Schwachsinn? Für so einen Schwachsinn machst du keinen Ordner mehr. Jedenfalls Respekt für den Ex-Ordner, der die Verhöhnung der realen Holocaust-Opfer erkannte und sich dagegen stellte. Wie gesagt, auch dieses "Ey, das habe ich doch gar nicht gemacht!" fasst alles zusammen, was hier bei dieser Dame komplett falsch gelaufen ist. Ich meine, da paaren sich einfach rotzfreche Überheblichkeit mit dumm, dreist Ignoranz. Jedenfalls erwarte ich eine Einladung des Bundespräsidenten für den Ordner. Der hat sich definitiv eine Tasse Kaffee im Schloss Bellevue verdient. Leute, macht's wie der Ordner, schaut nicht weg. Sowas darf nie vergessen werden.